Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freitag, 15. Juni, 15.34 Uhr. Wir sind ein wenig später wegen der längeren Sitzungsdauer des Bewilligungsausschusses. Dennoch ist das der Moment, auf den alle warten. Herzlich willkommen hier im Wissenschaftszentrum in Bonn und überall dort, wo Sie diese Pressekonferenz verfolgen, die auch via Livestream im Internet übertragen wird. Die Entscheidungen in der zweiten Phase der Exzellenzinitiative sind gefallen und zu ihrer Bekanntgabe darf ich begrüßen und in aller Kürze vorstellen, auch schon in der Reihenfolge ihrer Statements, die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Frau Professor Annette Schavan, den Präsidenten der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Professor Matthias Kleiner, den Vorsitzenden des Wissenschaftsrates, Professor Wolfgang Marquardt, die Wissenschaftsministerin des Landes Rheinland-Pfalz, Frau Doris Ahnen, und die Wissenschaftsministerin des Landes Niedersachsen, Frau Professor Johanna Wanka. Ich darf einen technischen Hinweis noch geben, bevor wir beginnen. Wir verschicken in diesen Augenblicken auch die Pressemitteilung von DFG und Wissenschaftsrat zu den Entscheidungen. Diese Pressemitteilung sowie die Liste aller bewilligten Projekte und auch die Deutschlandkarte mit den Standorten, die wir gleich einblenden werden hier im Saal, sind auch dann sofort als elektronische Pressemappe im Internet auf den Homepages von DFG und Wissenschaftsrat zugänglich. Dies alles geschieht jetzt mit Beginn des ersten Statements. Frau Bundesministerin, bitte, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Herren, der Bewilligungsausschuss hat also heute erfolgreich getagt und Entscheidungen getroffen, die für die Weiterentwicklung unseres Wissenschaftssystems, für die weitere Steigerung der Attraktivität des Forschungsstandortes Deutschland und die Stärkung der Innovationskraft in Deutschland von großer Bedeutung ist. Das ist unsere Erfahrung mit der Exzellenzinitiative in den vergangenen Jahren. Wir haben nicht zum ersten Mal hier getagt und wir wissen aus den letzten Jahren, wie stark die Exzellenzinitiative die Universitäten in Deutschland positiv verändert hat, wie sehr sie Dynamik ins Wissenschaftssystem gebracht hat. Wir wissen um die gestiegene internationale Sichtbarkeit und wir wissen auch darum, dass es nicht nur einige wenige gibt, immer orientiert an den Zukunftskonzepten, sondern dass viele Hochschulen mit ihren Bewerbungen und auch mit ihren erfolgreichen Konzepten von dieser Initiative der Länder und des Bundes profitieren. Heute konnte der Bewilligungsausschuss 45 Graduiertenschulen, 43 Exzellenzcluster und 11 Zukunftskonzepte positiv entscheiden. Das heißt 99 Projekte an 39 Universitäten in Deutschland. Und für jeden Standort gilt noch einmal, dass es in der Regel nicht nur eine Universität ist, sondern die in Verbindung zu außeruniversitären Forschungsinstitutionen steht. Auch das ist ja eine Entwicklung, die von der Exzellenzinitiative deutlich befördert worden ist, strukturelle Weiterentwicklung im Sinne der Kooperation. Und die Verteilung ist schon wunderbar zu sehen auf der Deutschlandkarte. Und wenn man so einen ersten Blick auf diese Karte wirft, dann sehen Sie, in allen Regionen in Deutschland gibt es heute gute Nachrichten. Herr Marquardt und Herr Kleiner werden sich gleich im Einzelnen mit den Zahlen, den Graduiertenschulen und den Exzellenzclustern beschäftigen. Ich möchte Ihnen die 11 Standorte benennen, die mit ihren Zukunftskonzepten überzeugt und also positiv entschieden wurden. In der Rubrik der Fortsetzung bisheriger Förderung gilt dies für die Rheinisch-Westfälisch-Technische Hochschule in Aachen, die Freie Universität zu Berlin, die Ruprecht-Karls-Universität in Heidelberg, die Universität Konstanz, die Ludwig-Maximilians-Universität in München und die Technische Universität ebenfalls in München. Erfolgreiche Neuanträge im Blick auf Zukunftskonzept, also dritte Linie, Konzept für die Weiterentwicklung der Universität insgesamt, waren erfolgreich die Humboldt-Universität zu Berlin,
die Universität Bremen, die Technische Universität Dresden, die Universität Köln, die Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Eine interessante Verbindung aus erfolgreicher Fortsetzung nach einer ersten Förderperiode und neuen Anträgen, neuen Standorten. Natürlich, meine Damen und Herren, gehört zu einem solchen Tag auch Enttäuschung am einen und anderen Standort. Und wer die Debatten heute Morgen im Bewilligungsausschuss erlebt hat, der weiß, wir haben insgesamt nur über sehr gute Universitäten und sehr gute Forschung gesprochen. Und die schwierige Aufgabe eines Bewilligungsausschusses ist immer, aus den vielen sehr guten Anträgen, aus den vielen sehr guten Universitäten und Forschungsbereichen dann die Zahl derer auszuwählen, die tatsächlich gefördert werden können im Rahmen des Budgets. Und deshalb sage ich das ausdrücklich für diejenigen, bei denen eine Fortsetzung bisheriger Förderung nicht gelungen ist. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass in jedem Land mit einer Universität, die in einer solchen Situation ist, gute Wege gefunden werden, die begonnenen Prozesse der Veränderung und Weiterentwicklung positiv zu begleiten. Ich möchte ausdrücklich ein Projekt, einen Standort, an dem es eine besondere Zusammenarbeit zwischen Bund und Land gibt, hier eigens benennen. Das ist Karlsruhe. Die dortige Fusion zwischen einem Helmholtz-Institut und der Technischen Universität. Wenn eine Förderung in der dritten Linie heute nicht beschlossen werden konnte, dann hat das keinen Bezug zum Zukunftskonzept, sondern eine formale Voraussetzung, die nicht erfüllt war, weil die Voraussetzung für die Förderung der dritten Linie ein Exzellenzcluster und eine Graduiertenschule ist. Hier konnte sich Karlsruhe im Vergleich nicht durchsetzen. Die Wissenschaft hat der Politik ausdrücklich mit auf den Weg gegeben, die Empfehlung, das Zukunftskonzept, die Fusion weiter zu begleiten und zu fördern. Die Fusion, das Zukunftskonzept des Karlsruher Instituts für Technologie ist außerordentlich positiv bewertet worden. Und nach Rücksprache mit der Wissenschaftsministerin von Baden-Württemberg, Frau Bauer, kann ich Ihnen mitteilen, dass der Bund und auch das Land dieser Empfehlung der Wissenschaft folgen wird. Letzter Satz. Diejenigen, die heute aufgenommen wurden, für die gilt eine erste Förderperiode bis zum Jahre 2017. Ein wichtiges Thema im Gespräch zwischen dem Bund und den Ländern in den nächsten Monaten wird sein, wie erreichen wir, dass für die heute Aufgenommenen vergleichbare Bedingungen gelten wie für diejenigen, die 2006 oder 2007 aufgenommen wurden, also eine Förderperiode von insgesamt 10 Jahren haben. Würden wir 2017 schlagartig zumachen, würde das ja bedeuten, dass die, die heute aufgenommen sind, eine Förderphase von 5 Jahren haben im Vergleich zu den 10 Jahren. Und deshalb wird meine Empfehlung an die Länder sein, dass wir zu gegebener Zeit auch vereinbaren, wie auch für die, die heute aufgenommen worden sind, nach einer entsprechenden Begutachtung nach 5 Jahren auch die Möglichkeit einer zweiten Förderperiode besteht. Und generell gilt, dass auch im Dialog zwischen Politik und Wissenschaft uns wichtig ist, das, was an Dynamik, an zugenommener Attraktivität und internationaler Sichtbarkeit durch die Exzellenzinitiative erreicht worden ist, wir in Deutschland auch dauerhaft sichern. Das heißt, das, was für die letzten Jahre gilt, verlässliche Finanzierungsperspektiven, verlässliche Partnerschaft zwischen Wissenschaft und Politik bei der strukturellen Weiterentwicklung auch über die Exzellenzinitiative hinaus möglich wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Kleiner, Herr Marquardt, wenn Sie gleich anschließen mögen, um die Verfahren in den jeweiligen Förderlinien zu erläutern und dann auch die Ergebnisse aus der Sicht der Wissenschaft zu bewerten. Ja, auch von mir ein herzliches Willkommen. Und ich freue mich sehr über das große Interesse,
dass die Exzellenzinitiative und damit die Spitzenforschung in Deutschland damit bekommt. Und ich nutze sehr gerne die Gelegenheit, die Worte aus der Politik von Frau Schawan zu ergänzen und das Bild abzurunden. Vielleicht das Wichtigste vorab in drei Punkten. Auch die zweite Phase der Exzellenzinitiative zeigt deutlich, sie hat das deutsche Wissenschaftssystem nachhaltig gestärkt, verändert und wird das auch weiterhin tun. Sie hat den Forschungsstandort im internationalen Vergleich gestärkt mit zukunftsweisenden Forschungsthemen und innovativen Methoden, Modellen von Forschungsorganisationen und Kooperationen, die es ohne diesen Wettbewerb nicht gäbe. Zweitens, die heutigen Entscheidungen wurden rein wissenschaftsgeleitet vorbereitet und heute im Bewilligungsausschuss ebenso und einvernehmlich getroffen. Und meine Damen und Herren, die Wissenschaft weiß es sehr zu schätzen, dass die Politik an diesem Grundsatz festhält. Gerade dieser Grundsatz ermöglicht die Auswahl und die Förderung der besten Projekte. Die heute bewilligten Projekte kommen von mehr als einem Drittel der Universitäten in Deutschland. Und das zeigt ganz deutlich, wir fördern mit der Exzellenzinitiative Spitzenforschung und diese Spitzenforschung ist in Deutschland sehr breit und sehr vielfältig aufgestellt. Und damit zitiere ich auch die internationalen Gutachter und auch die internationalen Mitglieder aus den Entscheidungsgremien. Vielleicht einige Worte zum Verfahren. In den drei Förderlinien wurden, und Sie wissen das, die Begutachtung und Entscheidungsvorbereitung bei Graduiertenschulen und Exzellenzcluster von der DFG vorbereitet, bei den Zukunftskonzepten vom Wissenschaftsrat. Graduiertenschulen und Exzellenzcluster haben eine doppelte Bedeutung. Sie stehen zum einen für hervorragende und zukunftsweisende Projekte und Konzepte für die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und für Spitzenforschung an den jeweiligen Hochschulen und Standorten. Und sie sind zum anderen eine unabdingbare Voraussetzung für die Zukunftskonzepte. Ohne mindestens hier eine Graduiertenschule und ein Exzellenzcluster kann auch ein als förderungswürdig bewertetes Zukunftskonzept nicht bewilligt werden. Das Besondere an dieser zweiten Phase der Exzellenzinitiative war der Wettbewerb zwischen den seit 2006 bzw. 2007 geförderten Einrichtungen und den neuen Bewerbungen, die sich hierfür Anfang 2011 in einer Vorauswahl qualifiziert hatten. Insgesamt haben an den Wettbewerb 127 Projekte, Anträge teilgenommen, 63 bei den Graduiertenschulen, 64 bei den Exzellenzclustern. Sie alle kamen von insgesamt 46 Hochschulen, 75 Anträge stammten von bereits geförderten Einrichtungen, 52 waren solche Neuanträge. Diese 127 Anträge haben wir nach fachlichen Aspekten 37 Panels internationalen Prüfungsgruppen zugeordnet und die wurden von November bis Februar von diesen begutachtet. Es waren daran insgesamt 457 Gutachter beteiligt, 21% davon Wissenschaftlerinnen. Fast 90% kamen aus dem Ausland und brachten die, ich glaube, für uns so wichtige internationale und vergleichende Perspektive ein. Die größte Gruppe, rund 300, kamen aus Europa, etwa 130 aus Nordamerika, aber auch rund 20 Gutachter aus, ich möchte sagen, Israel, Australien, Neuseeland, China, Japan, Brasilien, Indien. Alle Anträge wurden einzeln begutachtet. Jeder sollte die gleichen Chancen haben. Und bei den Graduiertenschulen ging es vor allem um das Qualifizierungskonzept für die Promovierenden und die Integration in das Nachwuchskonzept der jeweiligen Universität. Bei den Clustern, bei den Exzellenzclustern, lag das besondere Augenmerk auf der Qualität, Originalität und Risikobereitschaft des Forschungsprogramms. In beiden Linien wurde besonders auf die Qualität der beteiligten Wissenschaftler sowie das wissenschaftliche Umfeld geachtet, auf Interdisziplinarität und Kooperation mit weiteren Einrichtungen und die Auswirkung auf die jeweilige Struktur der Universität. Aber auch zum Beispiel und insbesondere Aspekte der Gleichstellung von Männern und Frauen in der Wissenschaft spielten eine Rolle. Und natürlich interessierte die Gutachter insbesondere, welche Ziele, welche Ergebnisse die bereits geförderten Cluster und Schulen seit 2006, 2007 erreicht haben. Zu den Anträgen, die nicht bewilligt wurden, hierunter sind auch Fortsetzungsanträge von bereits geförderten Einrichtungen. Sie empfinden natürlich die
heutigen Entscheidung als besonders einschneidend. Ich denke aber, zum Wettbewerb und zum Wesen der Exzellenzinitiative gehört, dass es keine Automatismen gibt und dass alle, auch die schon geförderten Einrichtungen, sich der Konkurrenz stellen und sich in ihr behaupten mussten. Die Einrichtungen, deren Förderung jetzt nicht erneut befürwortet wurde, erhalten über 2 Jahre hinweg eine Auslauffinanzierung, zunächst von bis zu 70% und dann von bis zu 40% der für das letzte Jahr der Förderung beantragten Mittel. Damit können Projekte, insbesondere die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, zu Ende führen und natürlich auch eine andere Förderung suchen. Ja, und unser Glückwunsch gilt nun den Einrichtungen, die ab November, wenn die Förderung beginnt, über 5 Jahre ihre Pläne und Projekte realisieren können. Denn damit verbindet die Wissenschaft in Deutschland große Hoffnung und eben solche Erwartungen an die Einrichtung selbst, aber nicht nur an sie. Und deswegen schon ein kleiner Blick voraus. Was kommt also nach diesen 5 Jahren und nach dieser Phase der Exzellenzinitiative? Und ich bin sehr froh, dass Frau Bundesministerin Schawan dies gerade angesprochen hat. Schon aus Gründen der Vernunft und der Fairness kann es keinen Zweifel darüber geben, dass auch die heute neu bewilligten Einrichtungen nach 5 Jahren die Chance auf eine zweite Förderung erhalten müssen. Und ich sage, natürlich im Wettbewerb und unter strenger Begutachtung und Bewertung. Damit aber nicht genug. Der Schwung und die Dynamik der Exzellenzinitiative insgesamt muss dem deutschen Wissenschaftssystem erhalten bleiben. Sie zeigen sich, und das mag eine Art Bilanz sein, allenthalben an neuartigen Strukturen an den Universitäten und innovativen Kooperationen zwischen Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen, an modernisierten Hochschulverwaltungen, auch das darf man auf keinen Fall vergessen, an vielen zukunftsweisenden Forschungsthemen und Arbeiten und nicht zuletzt an zahlreichen neuen Stellen und Positionen, die es ohne die Exzellenzinitiative nicht gäbe. Und dazu abschließend 2 Zahlen. Ende 2011 waren an den Graduiertenschulen und Exzellenzclustern mehr als 17.500 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tätig. Über ein Drittel davon sind Wissenschaftlerinnen. Rund ein Viertel des wissenschaftlichen Personals kommt aus dem Ausland. Dies liegt beides deutlich über dem Durchschnitt der Hochschulen. Und finanziert durch die Exzellenzinitiative wurden in beiden Förderlinien etwa 330 Professuren. 2 Drittel von ihnen sind neu hinzugekommen, was neben der Spitzenforschung auch der Lehre und den Studierenden zugutekommt. Und diese positiven Effekte müssen erhalten bleiben und sich weiter entfalten können. Und deswegen verbinden wir heute unseren Dank an den Bund und die Länder für die so großzügig zur Verfügung gestellten bisherigen Mittel mit der Hoffnung und dem Wunsch, auch in Zukunft ausreichende Finanzierungsmöglichkeiten in passenden Strukturen anzubieten, damit wir nicht hinter das Erreichte zurückfallen. Und vielleicht das allerletzte Wort von mir aus, jedenfalls möchte ich den internationalen Gutachterinnen und Gutachtern geben. Wir haben die Mitglieder unserer 37 Panels elektronisch befragt. Es haben sich fast alle, über 90%, beteiligt. Und mehr als 93% hielten das Begutachtungsverfahren für genau richtig. Und sogar 97% würden sich noch einmal in den Dienst der Exzellenzinitiative stellen und sich hier engagieren. Und wir haben immer wieder gehört, wie beeindruckend das Erlebnis war, hier in Deutschland an der Exzellenzinitiative mitzuwirken, wie begeistert sie waren und sind. Und ich glaube, das zeigt vielleicht am besten, was die Exzellenzinitiative bedeutet, national und international, und was wir mit unseren Entscheidungen heute auf den Weg gebracht haben. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kleiner. Herr Marquardt, für die Zukunftskonzepte, bitte sehr. Gerne auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, verbunden mit dem Dank für Ihr Interesse am Exzellenzwettbewerb, an den Ergebnissen, die wir heute beschlossen haben. Sehr geehrte Damen und Herren, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist das noch nicht das Ende. Das sagt der Manager in dem Film The Best Exotic Marigold Hotel, wenn sein Zukunftskonzept eines Hotels in der Umsetzung noch Wünsche offen lässt. Unter dieses Motto möchte ich meine Kommentierung der Auswahlentscheidung stellen. Sehr vieles ist schon sehr gut geworden in unserem Universitätssystem.
Das belegen die internationalen Gutachtergruppen, die die 16 Anträge in der dritten Förderlinie für die Zukunftskonzepte der Universitäten geprüft haben. Die Universitäten sind auch infolge ihrer Bewerbung besser aufgestellt und das deutsche Hochschulsystem ist bereits viel sichtbarer geworden als noch vor wenigen Jahren. Was sind die Erfolgsrezepte der ausgewählten Universitäten? Unterschiedliche Universitäten brauchen unterschiedliche Strategien. Dementsprechend sind die Modelle, die ersonnen wurden, um die universitäre Spitzenforschung in Deutschland auszubauen und international konkurrenzfähiger zu machen, vielfältig. Bewährte Ideen der ersten Programmphase wurden fortgeschrieben, neue Ideen wurden entwickelt. Die Sachverständigen, die die Anträge vor Ort begutachtet haben, waren beeindruckt. Beeindruckt vom Reformwillen der Universitäten und von ihrer Fähigkeit zur Veränderung. Sie haben die Forschungsleistungen und die hohe Qualität der Forschenden wie der Studierenden ausdrücklich gewürdigt. Als ein weiteres Erfolgsrezept hat sich die breite Beteiligung an der Konzepterstellung erwiesen. Es war klug, Zukunftskonzepte nicht top-down zu verordnen, sondern die Ideen in der ganzen Universität zu entwickeln, alle mitzunehmen, alle Fachgruppen und alle Mitglieder der Universitäten. Strategien konnten sich dann nämlich im Intern wie auch im Wettbewerb nach außen durchsetzen, wenn Hochschulleitungen sich als integrierende Koordinatoren und Übersetzer von Ideen in Strukturen und Prozessen verstanden. Die Erarbeitung und interne Abstimmung eines Zukunftskonzepts hat in den Hochschulen einen Prozess der Selbstreflexion und der Strategieentwicklung ausgelöst. Diese Selbstreflexion und Strategieentwicklung allein haben schon eine Veränderung bewirkt und viele der Sachverständige haben uns genau darum beneidet. Keine der 16 antragstellenden Universitäten wird unabhängig vom Erfolg danach wieder zum Status quo ante zurückkehren. Es wird vielleicht langsamer gehen, wenn das Konzept nicht in die Förderung aufgenommen wurde. Es kann vielleicht nur in einem kleineren Umfang umgesetzt werden, aber es wird realisiert werden. Dass vieles schon sehr gut geworden ist, auch die Anträge auf die Zukunftskonzepte, das hat dazu geführt, dass es dem Bewilligungsausschuss nicht leicht gefallen ist, seine Auswahl zu treffen. Unter den ausgewählten Zukunftskonzepten gibt es eine gute Balance zwischen Neuanträgen und Fortsetzungsanträgen. Das zeigt, dass Neuanträge genauso eine faire Wettbewerbschance hatten. Weiterhin werden einige große Volluniversitäten, aber auch mittelgroße und kleinere Universitäten mit einem weniger breiten Fächerspektrum in diesem Verfahren gefördert. Der frühere Vorteil der renommierten Traditionsuniversitäten, der sich 2006 noch stärker auswirkte, ist weiter in dieser Runde weiter relativiert worden. Junge und dynamische Hochschulen mit einem steilen Gradienten in ihrer Forschungsleistung konnten sich durchsetzen, manchmal nach einem schwierigen Start und wurden schließlich für ihren Durchhaltewillen und für die intensive Aufbauarbeit belohnt. Die sehr großen Massenuniversitäten, die den Sprung geschafft haben, haben bewiesen, dass sich gute Lehre für viele Studierende und Spitzenforschung durchaus vereinbaren lassen. Die regionale Verteilung, die 2006 in der allerersten Runde noch etwas auf den Süden konzentriert war, hat sich weiter heute ausbalanciert. Ganz ohne die Berücksichtigung von regionalem Proporz, rein entschieden nach Qualitätsgesichtspunkten. Das freut mich ganz besonders. Sie sehen also, wir haben ein dynamisches Hochschulsystem und mit den Entscheidungen der ersten Programmphase wurden die Weichen keinesfalls ein für alle Mal gestellt. Am Ende wird alles gut. Das sagen wir bewusst auch den Universitäten, die nicht ausgewählt wurden. Entweder weil sie wegen der Spielregeln in diesem Programm ausgeschieden sind oder weil ihre Konzepte in der Umsetzung weniger überzeugend bzw. ihre Pläne weniger aussichtsreich erschienen haben als andere. Davon sind aber nicht über Nacht diese Universitäten zu mittelmäßigen Einrichtungen geworden. Am Ende wird alles gut. Das sagen wir auch den Universitäten, die heute nicht mit einem Antrag beteiligt waren, aber sehr wohl
über exzellente Forschung und Rahmenbedingungen verfügen können. Die Exzellenzinitiative trennt nämlich nicht einfach die Spreu vom Weizen. Es gibt mehr exzellente Universitäten in Deutschland als diejenigen, die mit einem Zukunftskonzept gefördert wurden. Und damit am Ende alles gut wird, brauchen Sie alle eine Perspektive. Wir dürfen mit den heutigen Entscheidungen keinen Closed Shop erzeugen, sondern wir wollen eine lebendige, leistungsstarke Hochschullandschaft in Deutschland fördern. Als Initiative hat dieses Programm eine große Dynamik ausgelöst und bot den Universitäten Anlass, tragfähige institutionelle Strategien zu entwickeln. Insofern hat sie ihren Zweck erfüllt, aber das große Ziel ist noch nicht erreicht. Am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Darum sagen wir zu Bund und Ländern, sorgen Sie mit dafür, dass dieses aufwendige Programm zu einem guten Ergebnis wird. Die heute mit der zweiten Programmphase eröffneten Chancen zu nutzen, das ist Aufgabe der heute ausgezeichneten Universitäten. Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Kleiner, Herr Marquardt, für die Erläuterung und Bewertung aus der Sicht der Wissenschaft. Nun wieder zur Politik. Ich darf Frau Ahnen und Frau Wanker bitten um ihre Erläuterung und Bewertung, die Sicht der Länder. Ja, das Allermeiste ist gesagt und Sie haben wahrscheinlich sehr, sehr viele Fragen an uns. Deswegen in aller Kürze eigentlich nur 3 oder 4 Anmerkungen. Als allererstes soll der Dank stehen, der Dank nicht nur an DFG und Wissenschaftsrat, die dieses doch immer sehr aufwendige und anstrengende Verfahren mit aller Kraft durchgeführt haben, sondern ich will ganz ausdrücklich einen Dank an die Hochschulen richten, weil ich glaube, das wird unterschätzt, was es für die Universitäten in den letzten Monaten, ja teilweise Jahren bedeutet hat, sich auf diesen Wettbewerb vorzubereiten, Konzepte zu erstellen, Menschen zusammenzubringen. Und ich finde, auch die sollte man an der Stelle einmal erwähnen. Ich glaube, man kann zum Zweiten sagen, dass die Exzellenzinitiative wirklich eine Menge erreicht hat. Zu dem, was sie erreicht hat, gehört mit Sicherheit, das ist deutlich geworden, die verbesserte internationale Sichtbarkeit. Es gehört sicherlich dazu, dass insgesamt die Hochschulen im Land sehr viel stärker auf Profilbildungsprozesse setzen. Und es gehört sicherlich auch dazu, dass es eine erhöhte Attraktivität für ausländische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt. Das ist bei den Gutachterinnen und Gutachtern deutlich geworden, aber das lässt sich ja auch in Zahlen ablesen. Wenn ich noch 2 Punkte herausstelle, die mir besonders wichtig sind, dann ist es zum einen, dass wir, glaube ich, insbesondere für die Nachwuchsförderung etwas getan haben. Deswegen ist es auch erfreulich, dass eine so hohe Zahl von graduierten Schulen jetzt weiter bzw. neu gefördert wird. Und ein Aspekt ist noch überhaupt nicht angesprochen worden, der mich auch sehr gefreut hat. Man darf eigentlich sagen, in allen 3 Linien hat das Thema Frauenförderung einen viel breiteren Raum eingenommen, als das früher bei Verfahren üblich war. Und ich denke, da ist von allen Beteiligten gemeinsam ein großer Nachdruck reingekommen. Und es sind eben auch Fortschritte feststellbar. 3. Bemerkung: Für die Politik war immer wichtig, dass es ein offener Wettbewerb ist. Und insofern ist es höchst erfreulich, dass es eben auch, ich glaube, 12 neue Graduiertenschulen gibt, glaube ich auch 12 neue Cluster gibt und dass es 5 Exzellenzuniversitäten in der 3. Förderlinie gibt. Immerhin, das ist roundabout ein Anteil von 25%. Damit hat der Wettbewerb belegt, dass er eben auch offen gestaltet ist. Positiv wird man sicher auch sagen können, dass ich weiß, dass das für die Wissenschaft nicht so ein Kriterium ist, aber ich finde, für die Bundesrepublik Deutschland insgesamt ist es schon eins, darf man schon sagen, dass es auch breiter streut als beim letzten Mal und dass sich das auch in der Landkarte wiederfindet. Es soll vielleicht nicht die primäre Motivation sein, aber es ist ja auch nicht schädlich, wenn eine solche Initiative eben letztlich auch in die Fläche wirkt. All das ist in einem anerkannten, wissenschaftsgeleiteten Verfahren entschieden worden. Und ich glaube, auch das hat sich durchgesetzt. Ich glaube trotzdem, die Ehrlichkeit gebietet es,
dass die Verfahren in der ersten und zweiten Linie eingeübt, zu sagen, dass sie eingeübter sind und dass natürlich die dritte Förderlinie immer noch den größten Diskussionsbedarf auslöst. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar bei etwas, was neu auf den Weg gebracht wird. Aber das ist im Moment auch der Stand, den wir erreicht haben, dass es da sicherlich immer noch besonders schwierig ist, auch Vergleichbarkeit herzustellen. Festzuhalten bleibt aus meiner Sicht, dass alle, die einen Antrag gestellt haben, strukturell sich auf den Weg gemacht haben. Und da bin ich ganz sicher, das ist auch seitens der Länder sehr deutlich geworden, dass es jetzt natürlich darum geht, möglichst viel von dem Schwung mitzunehmen. Da, wo jetzt positive Entscheidungen getroffen werden konnten, ergibt sich das fast von alleine. Und deswegen wird man vielleicht auch ein besonderes Augenmerk darlegen müssen, wo Cluster, Graduiertenschulen oder auch in der dritten Linie jetzt letztlich sich nicht durchsetzen konnten, dass man auch diesen Institutionen hilft, dass sie einen Weg finden, das, was sie sich erarbeitet haben, weiterzuentwickeln. Und das werden die Länder mit Sicherheit tun. Vielen Dank, Frau Wanka, im direkten Anschluss. Ja, vielen Dank. Schon fast alles gesagt. Man muss wirklich sagen, wenn man jetzt heute die Verkündung der Ergebnisse der zweiten Exzellenzinitiative, dass sich die deutsche Wissenschaftslandschaft durch die Exzellenzinitiative entscheidend verändert hat. Wir sind in einer ganz anderen Situation. Es ist in ganz starkem Maße gelungen, dass an vielen Orten und nicht nur in der dritten Linie über Strategien, Konzepte nachgedacht wird. Und wenn man die Ergebnisse rekapituliert, wir hatten oft den Vorwurf, Deutschland hat eine gute Hochschullandschaft, aber so die Spitzen nach Harvard und was immer kam. Die internationale Sichtbarkeit von Deutschland ist enorm gewachsen durch diesen Wettbewerb. Es ist so, dass wir feststellen können, dass an ganz vielen Stellen neue Konzepte entwickelt wurden, wie man auch Universität anders und besser und effektiver organisieren kann. Es ist zielgerichtet überlegt worden mit Ergebnissen, dass es gelungen ist, Wissenschaftler, gute deutsche Wissenschaftler, die woanders hingegangen sind, wieder zurückzuholen, beziehungsweise auch international stärker attraktiv zu sein für Wissenschaftler. Und wenn Sie sich die Karte anschauen, dann ist die Karte immer noch so, dass ich will nicht sagen, weiße Flecken gibt, aber es ist jetzt größer in der Fläche verteilt, aber es gibt große Bereiche, in denen Sie jetzt kein Quadrat sehen, also kein entsprechendes Zeichen. Dazu muss einem immer bewusst sein, das ist jetzt die Abschlussrunde. In den ersten Etappen haben viele Anträge eingereicht, die jetzt zum Teil durch Länder weiter gefördert oder befördert werden. Also die Landschaft hat sich auch da verändert, wo wir es nicht unmittelbar auf der Karte sehen. Und letztendlich, glaube ich, ist es für alle ein Gewinn, wenn Deutschland insgesamt als Wissenschaftsstandort international mehr Furore macht und wahrgenommen wird. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass eine Gefahr darin besteht, dass man Exzellenzinitiative überhöht. Dass es plötzlich das Kriterium ist für Exzellenz. Und das stimmt nicht. Wir haben unterschiedliche Ansätze. Wenn ich denke, Spitzenclusterwettbewerb mit 40 Millionen ist ein Exzellenzwettbewerb. Der Wettbewerb um die Gesundheitszentren in Deutschland ist ein Wettbewerb. Auch Forschungsbauten ist letztendlich ein harter Wettbewerb. Und deswegen wäre es verkürzt, nur darauf zu schauen, war man in der Exzellenzinitiative erfolgreich. Aber dass wir in Deutschland über Exzellenz stärker reden und vieles wettbewerblich machen, das ist ein Vorzug und der hat etwas damit zu tun, dass die Exzellenzinitiative überhaupt ausgelöst wurde. Und wenn wir die Ergebnisse heute gesehen haben, dann ist es so, dass an vielen Stellen die außeruniversitären Forschungseinrichtungen zu einer viel intensiveren Kooperation und Zusammenarbeit über die Exzellenzinitiative und das, was wir von Seiten der Universitäten immer so ein bisschen beneidet haben, Max Planck und andere von der Ausstattung, dass jetzt über diesen Weg auch das stärker Auswirkungen hat auf die Leistungsfähigkeit und die Leistungsbereitschaft der Universitäten. Und das tut uns insgesamt gut, wobei natürlich die dritte Säule ist das, was man am meisten diskutieren muss, ist auch am schwierigsten, ist eine komplexe Entscheidung, das ist völlig klar. Aber ich denke, dass die Wissenschaftler auch zu honorieren wissen, dass wir heute bei den Entscheidungen eigentlich, kann man sagen, in Gänze den Empfehlungen der Wissenschaft gefolgt sind. Mit zwar zwischenzeitlichen Diskussionen, aber in der Quintessenz. Und das zeigt, dass wir nah beieinander sind. Ja, besten Dank Ihnen allen auf dem Podium noch einmal für Ihre Einschätzungen und Kommentare. Wir möchten jetzt gern die Runde öffnen und Ihnen im Auditorium die Möglichkeit geben, nachzufragen, die eine oder andere Frage oder den einen oder anderen Aspekt aufzugreifen
Und ich bitte Sie, sich zu melden, Ihren Namen kurz zu nennen und die Redaktion, für die Sie arbeiten. Das würde uns allen das Geschäft hier erleichtern. Bitte schön. Herr Horst-Kotte. Zeit online und für die E-Nachrichten. Ich habe eine Frage an Herrn Kleiner. Zu dem Satz aus Ihrem Text, wenn Sie den präzisieren könnten, zur Auslauffinanzierung. Da heißt es, erhalten zunächst über 2 Jahre hinweg von bis zu 80%. 70%. Was heißt zunächst? Für das erste Jahr 70% und dann für das zweite genau, Jahr 40? Genau bis das. Zu 40. Genau das. Sie bekommen für das erste Jahr bis zu 70 dann, und für dann, das zweite bis zu 40. Dann hätte ich noch eine Frage an Frau Banka, wenn Sie gestatten. Also im Hinblick auf die Auslauffinanzierung, da habe ich die Länder mal gefragt, wer einen Plan B hat. Also NRW hatte keinen Plan B, brauchten die auch nicht wegen Aachen, ist wohl klar. In Bavü hat man gesagt, natürlich, die Landesregierung hat den Hochschulen versprochen, nachhaltig zu stellen, wie das dann neudeutsch heißt. Also die werden die Ansätze, zum Beispiel Freiburg mit den Riesenbauten, die da gemacht worden sind, weiterhelfen. Wie wollen Sie konkret Göttingen helfen? Also genau. Frau Ahn hatte ja gesagt, die Länder werden schon den Weg finden. Das ist natürlich. Also wie kommen Sie denen auf der Uni Göttingen etwa auf dem Weg entgegen? Wir haben jetzt schon vor der heutigen Entscheidung der Universität zugesagt, dass wir den Anteil, den wir eigentlich zu zahlen hätten, als Land verdoppeln. Bei dieser Aussage bleibt es. Und wir haben auch Vorsorge getroffen für die Jahre danach. Da gibt es bei uns Instrumente. Trotzdem ist es natürlich nicht so schön, als wenn wir jetzt noch den Bundesanteil hatten. Aber da müssen wir eben erfolgreich sein bei anderen Unternehmungen. Also das Land sichert und lässt die Universität in keiner Weise jetzt irgendwas abbrechen, weil die Entwicklung der Universität, das ist heute auch in der Diskussion klar geworden, ist großartig in den letzten Jahren und das kann jetzt nicht durch die Entscheidung heute, sondern da müssen wir dafür Sorge tragen von Seiten des Landes, dass das praktisch dieser Schwung aufgenommen wird und sich in den nächsten Jahren fortsetzt. Und da haben Sie auch eine Verantwortung, dass Sie schön schreiben. Das war jetzt nicht ernsthaft gemeint. Gibt es weitere Fragen? Herr Brendle. Danke. Vielen Dank. Brendle, Badische Zeitung. Nur eine ganz kurze Frage. Wir sprachen ja gerade über diese 70-40% Weiterförderung. Bezieht sich das auch auf Projekte, die im Zukunftskonzept finanziert wurden bisher? Ja, okay. Genau. Vielen Dank. Nochmal, Herr Hofskotte? Ja. Nachdem ich da mit vielen Sprechern der Unis mich unterhalten habe, man meint, dass die Frist von 5 Jahren, wo die Förderung läuft, womöglich noch deutlich zu kurz sei, messbare Erfolge herauszubekommen. Das ist immer das Argument, wenn BMW ein neues Produkt auf den Markt bringt, dann wartet man 7 Jahre, um mal zu gucken, ob der Markt das annimmt. Aber wenn man hier 5 Jahre fördert, nehme ich mal das Beispiel Graduiertenschule und zitiere damit Sprecher, bis ich mal die besten Doktoranden in Deutschland dann angeworben habe, dauert das schon, bis die an der Arbeit sind, schon mal 1,5 Jahre. Promovieren brauchen die wenigstens 3 Jahre. Und wie München, die TUM sagte dann, ja, wir haben schon seit längerer Zeit keinen Doktoranden mehr genommen, weil wir nicht wissen, ob wir die Leute dann weiter oder wie wir die dann weiter finanzieren wollen. Also in diesen 5 Jahren kriegt man vielleicht eine Generation Graduierte bis zur Promotion durchgefiltert. Oder wie sieht das aus? Also sind 5 Jahre zu kurz. Also deswegen hat ja Frau Schawan und habe ich vorhin noch mal darauf abgehoben, dass die Projekte über diese 10 Jahre laufen können sollten. Das heißt also, dass man, und wir rechnen damit 3 Generationen und mehr von Doktoranden. Wir schauen an der Stelle ja auch unsere Graduiertenkollegs, die werden 2x4,5 Jahre gefördert und wir gehen von 3 Generationen von Doktoranden da aus. Und da muss man natürlich auch dran denken, dass in der Exzellenzinitiative immer die Frage gestellt wird, wie wollt ihr denn dieses, was da gefördert wird, langfristig und dauerhaft nachhaltig machen. Und wir wissen, dass das die Universitäten alleine nicht können. Wir wissen auch, dass das die Länder alleine nicht können. Und daher ja auch im Moment die Diskussion, wie kann man enger auf der Bundes- und Landesebene zusammenarbeiten. Nochmal, Herr Brendler. Setzen wir den Dialog mal fort.
Sie sprach davon, dass die neuen Exzellenzinstitute, die jetzt quasi gerade gewonnen haben, sich wieder die Chance eines neuen Wettbewerbs bekommen müssen. Geht die Interpretation zu weit, wenn ich das als neue Runde des Exzellenzwettbewerbs interpretiere? Sie sagen, stellen sich wieder den Wettbewerb? Ja, die Interpretation neue Runde wäre schief, sage ich einmal, weil nicht geplant ist, dass zu dieser Runde 2017 es wiederum neue Anträge geben kann, sondern es geht um die, die ab jetzt gefördert werden, weil wir ansonsten, also es steht ja überall, 2017 ist Schluss, so. Und wenn man dann mal genau sich das anschaut, dann wäre es dann so, dass die in 6 und 7 aufgenommen wurden, 10 Jahre in der Förderung und die anderen nur 5. Das, glaube ich, ist eine Schieflage und deshalb ist das gleichsam die Runde der Begutachtung für die jetzt aufgenommen wurden, keine neuen Anträge und würde dann, wenn die Analogie zu den ersten Runden, zur ersten Runde gemacht wird, bis 2022 gehen. Also nur unter den 11 oder nur die 9? Unter den 11 und unter den 43 graduierten Schulen und Exzellenzclustern, die heute als neue Anträge positiv beschieden wurden. Die können ein Ja, genau. Und zwar nur die heute neu erstmalig bewilligt worden sind, dass die eine zweite Förderperiode haben können, nach strenger Begutachtung. Aber die anderen könnten eine dritte haben. Also jetzt noch mal richtig. Nein. Nein. Die Universitäten Bremen, Köln, die machen den Wettbewerb. Ja. Ja, weitere Nachfragen oder sind Sie alle so erschöpft nach dieser Woche und den aufregenden Ereignissen? Wenn das nicht so der Fall ist, möchten wir Sie auch nicht weiter aufhalten. Wir wissen, dass Sie alle noch einiges vor sich haben, arbeitsmäßig. Wir möchten uns bedanken bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Interesse, für Ihr Verständnis dafür, dass das eine oder andere vielleicht doch etwas länger gedauert hat, als ursprünglich vermutet. Uns bleibt nur, Ihnen nach dieser spannenden Woche ein erholsames Wochenende zu wünschen, das vielleicht auch einen Sieg der Nationalmannschaft bringen wird. Dankeschön. Am Sonntag.